Es geht hier im Wesentlichen darum, dass wir von der Konfliktsituation potenzielle Gewerbeflächen und Naturschutzflächen sprechen. Wir haben insbesondere hier in Dreie eine größere Ausgleichsfläche, die seit 20 Jahren als Naturschutzfläche entwickelt wird oder wurde, und gleichzeitig die Erweiterungsabsicht eines Gewerbegebietes, welches genau jetzt in die Ausgleichsflächen hineinläuft. Das heißt, die Gemeinde ist im Bestreben, eine Ausgleichsfläche für eine Ausgleichsfläche zu schaffen. Der Hintergrund der ganzen Geschichte, das liegt daran, dass die Gemeinde Schwierigkeiten hat, genügend Gewerbeflächen zu entwickeln. Der Lebensraum bzw. diese Vogelarten sind in Dreier-West-3 gefährdet durch die Maßnahme. Es handelt sich unter anderem um die Rohrammer, Rohrweihe, Teichrohrsänger, Feldschwirl, Schafstelze, Gebirgsstelze und viele weitere Arten. Das Skandalöse daran ist, dass die Gemeinde an einen Schilf-Röhrichtgürtel der Ochtum heranrücken will mit ihrem Gewerbegebiet und nur noch 50 Meter Abstand zu diesem Schilfgürtel halten will. Dieser Schilfgürtel ist aber nach Bundesnaturschutzgesetz § 30 als besonderes Biotop geschützt und hat ein besonderes Vogelvorkommen, zum einen Brutvogelvorkommen und zum anderen Zugvogelvorkommen. Der NABU hat hier 45 Vogelarten der Roten Liste dokumentiert. Leider glaubt uns die Gemeinde dieses nicht so recht, weil wir nicht genau nachweisen können, an welcher Stelle. Im gleichen Atemzug hatten wir aber hier eine Baumaßnahme der Deutschen Bundesbahn, die auf unsere Bedenken haargenau eingegangen ist und auch die Zufahrt oder Zuwegung für die Baustelle an der Bahn dementsprechend ausgerichtet hatte. Die Deutsche Bahn hatte einen Biologen beauftragt, der dort auch eine Kartierung vorgenommen hatte. Dieses wurde mir dann auch nachrichtlich telefonisch mitgeteilt und bestätigt, welche Vogelarten wir dort entdeckt haben. Da es für die Gemeinde schwierig ist, überhaupt noch Gewerbeflächen in ausreichender Menge zu finden im Gemeindegebiet, lässt sie sich derzeit dazu verleiten, auf wertvolle Naturschutzbereiche auszuweichen. Dieses haben wir einmal in Weihe im Bruch. Dort sind inzwischen Ausgleichsflächen zu Parkplatzflächen geworden, wo PKWs draufstehen. Dort existierte auch mal ein Babywald, den es inzwischen auch nicht mehr gibt. Dort stehen auch lauter Gebrauchtfahrzeuge rum. Jetzt hier konkret in Dreie haben wir die Planung einer Gewerbegebietserweiterung, wo es um 11 Hektar Ausgleichsflächen geht. Diese Ausgleichsflächen sollen jetzt überbaut werden, auch als Gewerbeflächen, wo danach wieder Ausgleichsflächen entwickelt werden müssen. Das kann der NABU nicht mittragen, da der Naturschutz so nie eine dauerhafte Chance hätte, wenn man ihn alle 20 Jahre auf links dreht und immer wieder was Neues entwickelt.